nur Musik machen. Das ist ja gar nichts für ihn. Er ist nämlich außerdem noch Filmemacher, Maler, Bildhauer, Dichter. Der lässt sich sein Cover nicht von irgendjemandem erstellen, er macht es einfach selber. Genau, Adam Green, heute ist er bei uns. Das ist die neue Platte, Engine of Paradise. Er geht dann auch ab Freitag auf Europa-Tournee. Und wir sind schön, dass er vorher hier bei uns vorbeischaut. Adam Green gilt als exzentrischer, durchgeknallter, aber liebenswerter Chaot. Der 38-Jährige ist ein Multitalent und eines steht fest. Egal ob Musik, visuelle Kunst oder Poesie, er ist ziemlich produktiv. Der Durchbruch in Deutschland gelingt dem Amerikaner 2005 mit seinem Album Gemstones. They say the city is a place to be. I wanna dance with Emily. Vor 3 Jahren veröffentlicht Adam Green das Album Aladdin und einen gleichnamigen schrillen Kunstfilm. Eine irre Low-Budget-Produktion, die in bunten Pappkulissen spielt. Jetzt ist das neue Album des New Yorkers da, Engine of Paradise. 9 kurze Songs, aufgenommen im barocken, orchestralen Stil seiner 2000er-Ära. Ich mag die Stimme ja wirklich sehr. Adam Green ist heute Morgen bei uns. Da ist er. Im Doppelmützenpack. Guten Morgen, herzlich willkommen. Oh, yeah, thank you. Danke für das Kompliment. Adam, ich habe gelesen, du bist ja jetzt demnächst auf Tour, bist viel unterwegs. Letztens ist dir deine Gitarre auf einem Flug abhanden gekommen. Hat diesmal alles geklappt? Bist du gut unterwegs? Hast du alle Sachen beisammen? Yeah. Yes, yes, everything made it. You know, it's, you know, alles habe ich dabei. Wenn man umsteigen muss, dann gehen die Sachen oft verloren. Da gibt es ja diese Möglichkeit, dass man was verliert. Und diesmal sind wir direkt nach Paris geflogen und dann mit dem Auto hierhin gefahren. Die ganze Zeit die Gitarre so. Aber was macht man? Ich meine, die Gitarre ist ja für einen Musiker nicht einfach irgendwas. Das ist ja ein wichtiges Arbeitsinstrument irgendwie. Nimmt man dann irgendeine Gitarre oder wie hilft man sich? Ich glaube, die meisten Leute denken, dass meine Gitarre mir wichtiger ist, als sie eigentlich ist. Das ist mir eigentlich egal, das ist nur eine Gitarre. Okay. Ich kann irgendeine Gitarre nehmen. Wunderbar. Ja, und wenn du nicht Gitarre spielen kannst, ist ja das Tolle an dir, dann malst du halt oder machst irgendwas anderes, weil du einfach so wahnsinnig viele Projekte machst. Wie ist das? Wachst du morgens auf und sagst, heute male ich oder heute dichte ich oder heute mache ich Musik oder wie entscheidest du das? Normalerweise stehe ich auf und dann schreibe ich was. Wenn ich zum Beispiel spazieren gegangen bin oder dabei sogar, dann laufe ich hier durch Brooklyn, da wohne ich ja, und dann singe ich ein bisschen, irgendeinen Song, das nehme ich dann auf. In der Nachbarschaft. Yeah. Ja, klar, wenn ich unterwegs bin, das wird dann aufgenommen, dann sitze ich da im Park oder ich laufe da rum. Ich habe auch ziemlich viel, was ich mir irgendwie so aufschreibe und das geht auch manchmal auf den Computer, das nehme ich dann da auf und am nächsten Tag denke ich mir, okay, ich nehme das Beste daraus und mache da was raus. Vielleicht mache ich daraus einen Film oder vielleicht ein Comicbook oder Buch oder so oder einen Song. Das ist eine ganz lange Schriftrolle meiner Ideen. Wahnsinn. Und aus dieser Schriftrolle entstanden ist das neue Album Engine of Paradise. Du hast darüber gesagt, es ist deine bisher eleganteste Platte. Was meinst du damit? Ja, stimmt, das ist ja mein 10. Album. Und ich weiß nicht, warum das wichtig ist, aber es fühlt sich irgendwie so an. Finde ich. Keine Ahnung. Ich schreibe gerne Songs und erfinde da was. Und für mich ist das fast wie bei einem Stück Stoff. Das ist der Stoff deines Lebens sozusagen und der kommt aus dem Mund in diesem Fall. Manchmal glaube ich, es gibt ja die verschiedenen Sinne, die ich dann umsetze. Man kann was sehen, man kann was hören, man kann was riechen, man kann was schmecken. Anfassen, das sind alles eigene Dimensionen. Und als Künstler will ich die natürlich alle bedienen. Und bei Aladdin, bei dem Film, da wollte ich ein Gesamtkunstwerk. Wie heißt das? Gesamtkunstwerk. Ja, das habe ich gut und richtig ausgesprochen. Sehr gut. Gesamtkunstwerk. Und das wollte ich eigentlich so machen. Und wir haben ja immer diese 5 Sinne. Man fragt sich, wer ist man als Künstler, was diese 5 Dimensionen angeht. Und ich finde es schön, dass ich mich da ausprobieren kann. In diesem Gesamtkunstwerk spielt eine neue Rolle deine Familie auch. Wir haben ein Video ausgegraben, wo deine Tochter, damals ist sie noch keine 2 Jahre alt, mit dir gemeinsam singt. Oh God! Yeah. Oh, meine Güte, ja. I'll be trying to help you out. So I went downstairs for a. But I had no strength to not.
Yes, you are the flatulent. And I am the boar who has it. You ran into me with such push. Now all I can be is Buddy Bradley, and all of her friends have been approved by them. And all I das can Tolle be an Kindern ist ja immer diese Aufmerksamkeitsspanne, die einfach irgendwann zu Ende geht. Oh, yeah, no, you know, when she says force, she wenn sounds sie like Bob Dylan sagt, or something. Dann klingt sie wie Bob Dylan, finde ich auf jeden Fall. Macht ihr Musik zusammen? Also immer noch? Ist ja jetzt auch nicht viel älter geworden. Well, she sings her own songs. You know, sie hat jetzt ihre eigenen Songs, die sie singt, die erfindet sie jetzt alle selbst. Material. Die hat ihr eigenes Material, um es mal so zu sagen. Und manchmal neidisch? You know, for, you know, she thinks that my songs sie glaubt, dass meine Songs, dass sie meistens zu langsam sind. Das ist auf jeden Fall eine kreative Familie und ich bin gespannt, wann ihr zusammen auftretet. Aber gleich erstmal Solo hier bei uns, Adam genau. Green. Genau. Tochter ist nicht dabei. In einer Stunde gibt es Adam Green live im ARD-Morgenmagazin. Genau, richtig. Ich freue mich auch schon. Say that there was something ich wollte funny auch sagen, she had said. Die hat da was Lustiges she had gesagt. Me, die hat mich nämlich gefragt, glaubst du, dass hier jemand mal einbrechen wird? Und dann hat sie gesagt, ja, das könnte sein, dass da Einbrecher kommen. Und die hat gedacht, ich hoffe, die nehmen meine Stofftiere nicht mit. Dann habe ich mir gesagt, habe ihr gesagt, die stehen nur auf Computer und Geld, die nehmen dir deine Tiere nicht weg. Warum? Mögen Diebe keine Sachen, die weich sind? Das hat sie mich gefragt. Auch poetisch noch. Adam Green, schön, dass du heute bei uns bist. Und jetzt geht es erstmal weiter mit dem Sport. Danke. Dankeschön. Wir haben heute Morgen einen unglaublich kreativen, aber auch produktiven Künstler bei uns zu Gast, Adam Green. Dieser Mann kann so viele Sachen. Wenn er ein Album rausbringt, dann ist das Cover auch von ihm. Er ist auch Bildhauer und Dichter, aber er ist vor allem natürlich auch Musiker. Sein 10. Album ist jetzt auf dem Markt und er hat uns gesagt, er geht auch schon mal morgens aus dem Haus, dann denkt er sich Texte aus, singt im Park, aber er weiß noch gar nicht, wo die Texte am Ende landen. In einem Gedicht, vielleicht in einem Bildband oder doch in seinem Song. Wir fragen gleich nochmal nach. Adam Green heute live bei uns. Things won't be strange any day now. Adam Green gilt als exzentrischer, durchgeknallter, aber liebenswerter Chaot. Der musikalische Durchbruch in Deutschland gelingt dem Amerikaner 2005 mit seinem Album Gemstones. Vor 3 Jahren veröffentlicht Adam Green das Album Aladdin und einen gleichnamigen, schrillen Kunstfilm. Through that entrance is the wreckage of an alien spacecraft. Jetzt ist das neue Album des New Yorkers da, Engine of Paradise. 9 Songs im barocken, orchestralen Stil seiner 2000er-Ära. Ah, wir klären gerade noch wichtige Sachen, nämlich Adam Green fragt gerade, haben wir den Leuten eigentlich schon gesagt, dass man diese Sachen auch runterladen kann, die du gemacht hast, richtig? Oh, yeah, 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 ja, man kann die runterladen, genau, hier dieses Comicbuch hier, das geht auf meiner Website, das heißt adamgreen.info, ganz praktisch, und da könnt ihr das PDF runterladen von diesem Comic. Und das lohnt sich wirklich, weil das ist eine sehr kreative Arbeit. Erst nochmal guten Morgen, wie toll, dass ihr hier seid, heute auch um Musik zu machen. Und du hast mal, wenn wir schon sehen, was du alles Kreatives machst, deine Arbeit auch mal mit der Arbeit eines Uhrmachers verglichen. Was meinst du damit? Oh, yeah, like a Swiss watchmaker. Genau, yeah, yeah. Genau, ein Schweizer Uhrmacher. Good, you know? Die sind ja auch sehr gut, diese Schweizer Uhren. Like approach, you know, wenn man so einen Ansatz hat, you know, kreativ zu sein, dann finde ich, dass man alles für ein Jahr, für ein 2 Jahre einen Vorrat zusammenschafft. Und das, was man da hat, das kann man immer schön zusammensetzen. Man nimmt von allem etwas und macht da was draus. Und raus kommt ein großer. Das ist wie eine interne Landschaft, die in einem sitzt. Und die macht man auf, die drückt man raus aus der Haut. Und man macht dann diese Landschaft öffentlich. Die kommt dann in die echte Welt sozusagen. Wenn wir seine Landkarte ein bisschen genauer lesen wollen und seine Welt ein bisschen genauer kennenlernen wollen, dann haben wir jetzt die Gelegenheit, denn es gibt Adam Green live im ARD Morgenmagazin. Oh, thank you. I said I'm gonna freeze my love while I'm diving down. Somebody
Wir haben jetzt festgestellt, du hast viele Talente, aber dass du auch noch Tänzer bist, das war mir neu. Oh yeah, you know, I'm a little bit of a, they call it a ballerino. Ich bin ja, sozusagen sowas wie ein Ballerino. Yeah. Adam Green ist ab Ende dieser Woche auf Europa-Turnier Ende Oktober in Berlin und in Hamburg auch zu sehen bei uns in Deutschland. Vielen Dank für den Besuch und viel Erfolg. You know, I think I'm gonna come back in April. Ich glaube, in April bin ich auch in Köln, da bin ich wieder da. Dann komm doch auch hier wieder vorbei. Adam Green, vielen Dank euch auch. Thank you so much for having me. Das mache ich, danke für die Einladung.